So, wir definieren noch zwei weitere Begriffe, die wir brauchen im Rahmen der Gruppentheorie. Und der erste Begriff ist Ordnung einer Gruppe. Sei G mit irgendeiner Verknüpfung eine Gruppe, dann heißt die Mächtigkeit der Menge G Ordnung der Gruppe. Also ihr schaut euch die Trägermenge an und guckt, platt gesagt, wie viele Elemente sind da drin. Und das nennt man die Ordnung der Gruppe. Beispiel. Angenommen, ich habe die Restklassenmenge modulo 5. Mit der Restklassenaddition als Verknüpfung. Diese Gruppe hat die Ordnung. Was für eine Ordnung? Wir machen eigentlich immer Semikolon dazwischen hier. Ist egal, ne? Komma, Semikolon. Okay. R5 mit der Restklassenaddition hat die Ordnung. Ja? 5. Genau. Warum? Ja. Hier sind Elemente, hier sind 5 Elemente drin, ne? Restklasse 0, 1, 2, 3, 4. 5 Elemente hat die Ordnung 5. Okay. Beim letzten Mal haben wir uns ja mit kleinen Gruppen beschäftigt und festgestellt, es gibt nur bis auf Isomorphie eine Gruppe mit der Ordnung 1, eine Gruppe mit der Ordnung 2, eine mit der Ordnung 3. Zwei Gruppen mit der Ordnung 4, nämlich die Trisymmetriegruppe des Quadrats und die Kleinsche Vierergruppe und so weiter. Ja? So kann man sich über Ordnungen unterhalten, indem man einfach sagt, wie viele Elemente sind da drin. Und die etwas umständliche Formulierung über die Mächtigkeit ist, hat man gewählt, weil es natürlich auch unendliche Gruppen gibt, also Gruppen mit der Ordnung unendlich. Die ganzen Zahlen mit der Addition zum Beispiel. Okay. Also eine relativ einfache Definition, ne? Ordnung der Gruppe, Anzahl der Elemente in der Menge. Gut, jetzt definieren wir noch einen weiteren Begriff, Untergruppe. Sei G mit irgendeiner Verknüpfung eine Gruppe und sei U eine Teilmenge von G mit U ungleich die leere Menge. Also da muss mindestens ein Element drin sein in U. In der Gruppe muss mindestens immer ein Element in der Menge drin sein. Also sei G eine Gruppe und sei U eine Teilmenge von G, die nicht leer ist, dann heißt U mit der Verknüpfung Untergruppe von G genau dann, wenn U die Gruppenaxiome erfüllt.
Also, auch eigentlich ein relativ intuitiver Begriff, könnte man sagen. Ihr habt eine Gruppe G, so eine Menge G mit einer Verknüpfung. Wenn ihr jetzt aus der Menge G eine Teilmenge herausnehmt, die nicht leer ist und mit der Verknüpfung dazu packt und das wieder eine Gruppe ist, dann ist es eine Untergruppe von G. Es gibt in jeder Gruppe immer bestimmte Untergruppen, die man triviale Untergruppen nennt. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Eine triviale Untergruppe. Eine Untergruppe, die man immer hat bei Gruppen. Sehr gut. Das Neutralelement, ich nenne es mal hier so die Menge mit dem Neutralelement, ne? Und der Verknüpfung ist eine triviale Untergruppe. Ne? Neutralelement mit der Verknüpfung ist diese typische einelementige Gruppe, kommt immer das Neutralelement raus, alle Gruppenaxiome erfüllt. Das heißt, das ist immer eine Untergruppe einer Gruppe. Jede Gruppe hat das Neutralelement mit der Verknüpfung als Untergruppe. Gibt es noch eine andere triviale Untergruppe? Schaut mal, hier steht Teilmenge, nicht echte Teilmenge. Sieht jemand noch eine andere triviale Untergruppe? Traut euch. Ja? Bitte? Wenn U gleich G, genau. Die Gesamtgruppe ist zu sich selbst eine Untergruppe, ne? Und G mit der Verknüpfung sind triviale Untergruppen von G. Also G ist ja zu sich selbst eine Teilmenge. Jede Menge ist ja Teilmenge von sich selbst. Und dann ist natürlich auch G mit der Verknüpfung eine Untergruppe, wenn G mit der Verknüpfung schon eine Gruppe war. Okay, also diese möglichst kleine Gruppe sozusagen und die Gesamtmenge mit der Verknüpfung sind beides immer triviale Untergruppen. So. Schauen wir uns mal die kleinste Vierergruppe an hier. Sieht jemand nicht triviale Untergruppen in der kleinsten Vierergruppe? Können wir irgendeine Teilmenge von IDDST von dieser Menge hernehmen? Und das ist dann auch eine Gruppe. Ja. Wenn ich das hier herausnehme, ID und D in eine Menge packe, und verkette, ja, dann ist das ja abgeschlossen, sowieso. Also nicht sowieso. Wir müssen da reingucken, ne? Ist abgeschlossen, wenn nur ID und D rauskommt. Okay. Assoziativ ist es sowieso, wegen Maschinenmodell. Und weil auch die Operation in der Gesamtgruppe assoziativ war, das war ja eine Gruppe, also muss auch das in der Untergruppe assoziativ sein. Neutralelement ist drin, Idee, und es gibt zu jedem einen Inversus. Okay, Untergruppe. Gibt es noch andere Untergruppen, ja? Idee. S und T. Okay, machen wir mal, ja? Also wenn wir nur Idee nehmen, S und T, dann hätten wir ja
Ne, diese Elemente müssten wir, ah ne, die noch, ne? Die müssten wir betrachten und die anderen vergessen, okay? Könnt ihr das euch mental vorstellen? Ist es eine Untergruppe? Nee, warum nicht? Warum ist nicht abgeschlossen? Weil? Genau, S verknüpft mit T ergibt D. Ne? Und das ist ja dann nicht in der Ausgangsmenge drin. Das heißt, das dürfen wir nicht machen. Dann nehmen wir mal T vielleicht raus, okay? Ich das hier nicht gescheit weggewischt. Aber wenn wir nur ID und S betrachten, IDS, IDS, dann haben wir nur diese vier Elemente hier, die und die. Das wäre wieder eine Untergruppe. Und genauso, wenn ich ID und T nehme, das ist dasselbe in grün sozusagen, ne? Auch wieder eine Untergruppe. So, warum habe ich die Definition zu Ordnung einer Gruppe und gemeinsam oder gemeinsam definiert mit dem Begriff der Untergruppe? Weil interessant ist, welche Ordnungen die Untergruppen haben im Verhältnis zur Ordnung der Gesamtgruppe. Die Ordnung der Gesamtgruppe hier ist, ja, vier. Welche Untergruppen gibt es? Die triviale Untergruppe mit dem Neutralelement hat die Ordnung 1. Die triviale Untergruppe mit der Gesamtmenge hat die Ordnung. Und jede andere nicht triviale Untergruppe hat die Ordnung 2. Also 1, 2 und 4. Und wir haben schon probiert, eine mit der Ordnung 3 zu bilden und es ist gescheitert. Okay. Das lasse ich mal so stehen. Und das ist der Auftakt jetzt für euch, euch mit den Übungsaufgaben zu beschäftigen. Denn in den Übungsaufgaben werdet ihr euch mit Untergruppen befassen und schauen, wie verhält es sich mit den Ordnungen. Und außerdem werdet ihr zyklische Gruppen betrachten und mal schauen, wo hatten wir irgendwo zyklische Gruppen. Und ja, dann haben wir sozusagen die Begriffe, die wir jetzt neu gebildet haben, eingebettet in das, womit wir uns schon beschäftigt haben. Okay?